Ja, und willkommen zu meinem Video. Ja. Das wäre nett, wenn du es nicht frisch in Playoffs wäre wirklich nett. Ich will es nämlich gleich zeigen. Also wäre es nett, wenn du das nicht auch frisch. Ja. Gut, ich möchte heute mit euch über etwas reden. Über etwas, was mir passiert ist. Und ja, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Also, es hat alles angefangen vor ein paar Wochen, was ich nicht wusste, aber gut. Da war es wohl so, dass meine Großeltern einen Text bekommen haben von ihrem Telefonanbieter, dass der irgendwas updaten würde bei sich und dass das auf jeden Fall dazu führe, dass sie jetzt einen neuen Router brauchen. Ich, wissend, wie die Geschichte ausgeht, nämlich dass ich am Ende doch wieder da sitze und arbeite, habe gleich gesagt, wenn ihr wollt, kann ich euch den einrichten. Es hieß, nein, wir haben einen Nachbarn, der kennt sich damit aus und der weiß das schon. Und ja. Dann auf jeden Fall haben meine Mutter und ich erstmal echt übel gestritten. Also weil ich gesagt habe, ich würde es lieber jetzt gleich machen und nicht nach dem Motto erst in 2 Wochen oder so, sondern bitte lass es mich jetzt machen, solange es noch einfach alles am Anfang ist und ich dann nicht irgendwelche Nacharbeitungen machen muss. Ja, auf jeden Fall ging es dann weiter, dass eben sich meine Großeltern und meine Mutter entschieden haben, dass es der Nachbar macht. Alles okay, gut, machen wir so. War ich dann okay damit. Dann kam die Nachricht an, es war gar nicht die Frage, ob ich dafür Zeit habe, ob ich Interesse dran habe. Nein, es wurde vorausgesetzt, dass ich das jetzt zu machen habe. Ja, okay, das war so. Ja, auf jeden Fall, entschuldigt, ich muss mal ein paar Millimeter nach vorne. Vielleicht doch ein bisschen mehr. Hast du es? Okay, er hat es. auf jeden Fall war es dann so, dass ich am Ende wurde dann vorausgesetzt, dass ich jetzt das, was nicht klappt, doch wieder in Gang bringe. Weil es hieß dann, es hat doch nicht alles funktioniert. Also, ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann zu meinen Großeltern hochgefahren bin und dann über Stunden gearbeitet habe oder was gesagt nachgearbeitet habe. Am Ende des Tages funktioniert es jetzt doch nicht, aber keiner weiß so genau warum. Also ich habe wirklich eine Menge gearbeitet und ich habe auch viele Dinge, die wichtig wären für die Zukunft. Also so Sachen wie, sie haben jetzt ein Gastnetz und so Zeug, habe ich alles eingerichtet. Eine Sekunde. Entschuldigt mich. Da bin ich wieder. Mein Hase hat nur gerade versucht, unseren Bartvorleger zu fressen. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann am Ende viel gearbeitet habe. Ich habe auch viele Sachen, die sehr wichtig sind, gemacht, aber leider das, was wichtig gewesen wäre, nämlich die der Notruf. Meine Großeltern haben da so ein Gerät, dass es, wenn sie da drauf drücken, dann ist direkt ein Notruf mit, wo sie sind und alles, und dass das dann schneller geht. Also dass man nicht erst noch angeben muss, wo man ist und so weiter, sondern dass es einfach direkt der Notruf kommt und direkt dann halt im Krankenwagen unterwegs ist. Und man dann erst einen Anruf oder irgendwie sowas kriegt. Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert, um ehrlich zu sein. Aber auf jeden Fall funktioniert das jetzt auch nicht. Wo ich meinen Großeltern noch gesagt habe, wenn ihr dann umstellt, seid vorsichtig. Es könnte sein, dass der nicht mehr funktioniert. Wegen Alter und so. Also inzwischen ist es jetzt so, dass am Donnerstag meiner Zeit, also jetzt den Donnerstag, der jetzt kommt, kommt dann der Techniker und richtet das meinen Großeltern wieder ein vom Roten Kreuz, was ich gut finde. Weil die von Vodafone machen da anscheinend gar keinen Fingerprall. Also die tun da gar nichts. Die finden das vollkommen in Ordnung. Ja, auf jeden Fall, was mich an der ganzen Geschichte so ein bisschen stört, und das, wo ich auch sagen muss, entschuldige, ich versuche gerade parallel den Hasen noch zu kämmen, der hat da so ein bisschen
Haar an seinem Körper. Ja, auf jeden Fall. Was mich daran gestört hat, war dieses. Auf der einen Seite haben sie es mir nicht zugetraut oder besser gesagt, wollte meine Mutter mich schützen, dass ich da nicht in irgendwas reingerate, nach dem Motto, wenn es dann nicht funktioniert. Also hat sie nicht geglaubt, dass ich es hinkriege. Was ich irgendwie. Auf der anderen Seite, als es dann nicht geklappt hat, haben sie alle dann gemeint, so, ja, dass ich das doch mal richten soll. Also scheine ich ja doch die Expertise zu haben. Und ich finde das dann immer so schwierig. Auf der einen Seite, wenn ich sage, ich mache es, mache ich es halt, weil ich weiß, dass ich es kann. Und dann will ich es auch machen zu einem Zeitpunkt, wo es mehr oder weniger noch nicht so ist, dass schon fünf Leute dran waren. Auf der anderen Seite, ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist das so eine schwierige Geschichte. Auf jeden Fall, ich weiß auch gar nicht, was ich euch dazu genau erzählen wollte, aber ich glaube, ich wollte einfach die Geschichte erzählen am Ende des Tages. Und um einfach mal zu teilen. Ja, und dann, ja, auf jeden Fall habe ich viel über die Techniken rausgefunden. Entschuldigt. Wenn er da sitzt, dann muss ich immer die Chance gleich nutzen. Darf ich gar nichts kennen, dann muss ich sofort loskämmen. Ja, da ein bisschen. Ich habe ein bisschen Hase jetzt da an meinem Kamm. Oh, das funktioniert auch auf dem Teppich. Oh, toller Kamm. Oh, schön. Ja, auf jeden Fall entschuldigt. Das tut mir echt leid. Der kleine Mann kann so ablenkend sein, das glaubt man nicht. Liegt daran, dass er so süß ist. Ja. Schön. Ja, auf jeden Fall habe ich dann am Ende des Tages ja, viel noch einrichten müssen, weil am Ende hat sich herausgestellt, dass der Nachbar bloß den Router reingesteckt hat und gar nicht großartig Einstellungen gemacht hat. Und etwas, was mich zum Beispiel sehr gestört hat, war, dass meine Großeltern haben ja auch Mieter. Und dann war es so, dass der Mieter jetzt dasselbe Internet nutzen kann wie meine Großeltern. Und ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Jetzt habe ich es halt umgestellt, jetzt geht es nicht mehr. Aber wo ich es noch eigentlich wollte, ich das noch weiter umstellen, aber das durfte ich dann nicht. Und schwierige Geschichte. Schwierige Geschichte. Einfach schwierige Geschichte, sagen wir es so. Ja. Gut, ich glaube, ich kann euch da jetzt nicht mehr erzählen. Ich wünschte, ich könnte jetzt noch irgendwie was erzählen, aber ich habe gerade meinen Punkt verloren. Aber ich finde es halt irgendwie schwierig auf der einen Seite. Ja, irgendwie glaube ich, wenn es jetzt nicht gerade Vodafone gewesen wäre, wären Techniker besser gewesen. Weil mein Tipp ist für Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, ja, ich glaube, das Beste ist, wenn man sich gleich durchsetzt, weil wenn man danach arbeiten muss, ist es meistens viel schwieriger. Und deswegen sollte, glaube ich, also ich glaube, das, was ich bereue, ist, dass ich nicht sofort gesagt habe. Also entweder so oder so. Entweder ich darf es von Anfang an machen oder ihr lasst mich komplett raus, weil ich hatte, also wie gesagt, ich bin, glaube ich, 3, 4 Stunden gesessen und habe da gearbeitet, um das Zeug noch nachträglich einzurichten und alles. Und ja, natürlich auch beim Versuch mit dem Rufnummernübermittlung, wie das so schön heißt. Jo. Ja, gut. Und also ein Tipp von mir bei Vodafone, also für alle, die in einer ähnlichen Situation sind, das kann ja auch noch passieren. Bei Vodafone ist die Rufnummernübermittlung weder in der Mein Vodafone, also im Online-Ding, wo man sich anmelden kann, außer man hat einen Vodafone-Direktvertrag, dann kann es sein, aber das weiß ich nicht. Meine Großeltern haben ja eigentlich einen Unity-Media-Vertrag noch gehabt. Das wurde dann auch von Vodafone aufgekauft und ja, das ist eine ganz blöde Situation. Ja, und es ist aber auch nicht im Router. Also die Rufnummernübermittlung findet man nicht im Router. Was mich sehr verwundert hat, aber gut. Ja.
Gut, ich beende mein Video an dieser Stelle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit und kämme meinen Hasen weiter. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.